Hallo YouTube. Ja, wie man sieht, beziehungsweise wie ihr wisst, die Lichtmaschine läuft wieder. Technik ist also ziemlich abgeschlossen. Ja, und jetzt geht es der Optik mal ein bisschen an den Kragen. Wie man hier sieht, der Lack sieht äußerst übel aus. Hier bei der Motorhaube wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diese vollständig glanz zu schleifen. Gegen die Lampe oben sieht man das eigenermaßen. Der Wagen hat gar keine Pflege bekommen, also überhaupt nicht. Noch weniger als nichts. Ja. Ja, diverse Blätter, die ja 1000 Jahre drauf rumgelegen haben, Vogelkot. Hier ist so ein Fall. Ja, die ganze Haube muss abgeschliffen werden. Wie immer, 3000er. Ihr kommt formschön auf ein Stativ und ich lasse das Ganze im Zeitraffer laufen. Wenn ich das jetzt alles mitfilme, sind wir morgen noch nicht fertig. Okay, ich stelle euch mal aufs Stativ und dann geht's los. So, das war jetzt der erste Durchgang. Muss ganz ehrlich sagen, der Vogelkot hat hier ganz schön Wunden und Narben hinterlassen. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Man kann ein, zwei Tage ignoriert man das weg, aber dann irgendwann kann man das ja mal wegmachen. Ja. Außer man möchte einfach ein neues Auto irgendwann kaufen oder das Auto lackieren oder weiß der Teufel, warum die Leute das machen. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Komplette Ignoranz. Im Innenraum hat man es ja auch gesehen bei dem Auto. Ja. Interessante Angelegenheit. Ja, wie man gesehen hat, habe ich diesmal nicht getupft, weil man mir sagte, oszillierende Maschinen können das so aufnehmen. Nein, können sie nicht. Es spritzt. Ja. Okay. Man lernt ja nur dazu. Ja. Sieht immer noch bescheiden aus. Mal, letztendlich ist es ein Polo. Ne? Wird jetzt keine Schönheitspreise gewinnen, soll er auch gar nicht. Der soll von A nach B fahren und das möglichst unauffällig und kostengünstig. Mehr soll er gar nicht. Und von daher, das wird er hinkriegen, denke ich. Ja. Manche Stellen regen mich halt dennoch auf. Ich habe keinen Lackstift für das Auto. Sonst würde ich es jetzt auffüllen, beischleifen und dann nochmal polieren. Aber. Ja, sind halt Alltagsnarben, wie man so schön sagt. Okay, das war's von hier. Ah, und hier nochmal zum Beispiel der Sitz des VW Polo, der ja laut Kommentaren von einigen Leuten verschimmelt, zerfasert und der Teufel weiß, was nicht noch alles sein soll. Nix Faser, nix Schimmel. Ne? Ich weiß schon, was ich mache. Das macht doch schon ein bisschen länger. So, jetzt sind wir auf dem Weg mit dem Polo zum Waschen. Der Motorraum sieht aus wie eine Katastrophe. Abgesehen davon brauchen wir mal eine Referenz, wie der Wagen jetzt funktioniert. Er hat ja noch so ein paar Ausfälle gehabt. Geschuldet der Lichtmaschine, Schrägstrich Generator. Ja, mit Licht natürlich, mit Scheibenwischern. Und drück mal einmal bitte durch. Ne, keine Zündaussetzer mehr. Läuft sehr schön. Tja, wie gesagt, Airbag-Steuergerät noch, Flexrohr noch. Und irgendein komisches Klappern hinten rechts, was ich aber nicht finde. Das ist immer das Schönste am Auto. Irgendwelche Geräusche, die man nicht orten kann. Also das Fahrwerk ist es nicht, Auspuff kann es auch nicht sein, der ist neu, habt ihr ja gesehen. Naja, werde ich auch noch finden. Entspanntes Fahren, muss ich sagen.
Ja, gefällt mir gut das Auto. Also für einen Pendler perfekt. Okay, wir werden gleich von der Waschanlage. Ja, vor Ort war keine Aufnahme möglich, aber man sieht, der Wagen fährt noch. Und ja, fährt sehr angenehm, es ist so schön warm, ist auch sofort wieder angesprungen. Nee, den Motorraum präsentiere ich dann lieber zu Hause. Wie man sieht, es regnet auch noch. Also Außenaufnahmen war jetzt gerade nicht. Okay, dann bis gleich. So, da sind wir wieder in der Werkstatt. Ja, wie man sieht, sieht recht anständig aus. Ganze Ölkatastrophe. Das war schon Richtung Exxon Valdez. Also hier vor allen Dingen. Der Riemenfried, der hat glücklicherweise überlebt. Ja, der Wagen muss jetzt trocken laufen, beziehungsweise ja, den lasse ich jetzt einfach laufen und mache die Motorhaube zu, dass da ein bisschen Hitzestau drin entsteht. Wenn ihr sieht, dampft es auch schon ein wenig. Ja. Ja, der Kühler fühlt sich langsam mit heißem Wasser. Ja, ganz weggekriegt habe ich es nicht. Da muss ich wahrscheinlich nochmal mit dem Lappen durchputzen. Ja. Sieht wieder eigenermaßen aus. Holpert noch ein bisschen. Aber das liegt jetzt letztendlich am Wasserdampf. Er fährt super. Das Klappern hinten dürften wohl am Ende dann doch die Stoßdämpfer sein. Ich werde es mir nochmal angucken. Ah, da kommt der Lüfter. Aber nur kurz. Ja. Nee, den lasse ich jetzt warm laufen und dann versiegeln wir den ganzen Kram ein bisschen. Konservieren vor allen Dingen. Okay, bis gleich. Ja, ich denke, so lässt er sich, kann er sich wieder sehen lassen. Man erkennt alles wieder. Moment, Licht. So. Man erkennt alles wieder. Man kann überall hingreifen, ohne dass Wildtiere einen angreifen. Ja. Ventilator. Hat die Drosselklappe gerade nochmal sauber gemacht. Echt nochmal ein bisschen was nachgekommen. Abgasrückführung ist halt die Pest. Ja. Ne, ich denke, er sieht gut aus. Das mag dann auch der TÜV gleich viel lieber, muss ich sagen. Das ist eine ist ein Erfahrungswert, weil auch die möchten nicht unbedingt in Jahrtausende alten Müll und Fett und Öl rumkramen. Ja, ich denke, ist ganz gut gelungen. Sieht gut aus. Das, was ich jetzt da drauf gespült habe, wirkt jetzt noch ein bisschen ein. Unter anderem Waffenöl. Kennt man ja von mir. Ja. Silikon für die Gummischläuche und so weiter und so weiter und so weiter. Ist alles schön überall eingezogen ist, dann polieren wir nochmal nach. Dann sieht das alles mehr so glänzend aus da unten. Ich warte halt, bis das dann überall eingezogen ist. Die Hauben vom 9N sind jetzt nicht unbedingt für Rost bekannt, aber trotzdem kriegt er noch ein bisschen Hohlraumversiegelung. Gefettet ist auch schon wieder, hier unten auch. Wasser tropft immer noch raus, klar. Aus der Matte halt, die kommt da noch raus, sobald ich eine habe. Okay, Motorraum fertig. Ist jetzt im Übrigen auch ein bisschen wenig Sprit drin. Ihr kennt das ja, jetzt muss ich das Licht wieder ausmachen. Ihr kennt das ja alle, wenn ich den angemacht habe, hat er ja so nachgeratscht, der Anlasser, ne? Den habe ich gerade ganz besonders schön sauber gemacht. Den Dampfstrahler schön drauf gehalten und gerade habe ich ihm ein bisschen Fett verpasst. Man höre und staune. Ne? Muss man auch nicht unbedingt austauschen. Ah, er will seine Milch.
Ja. Läuft schön. Ja, ich weiß, Airbag ist immer noch an. Ist immer noch keine Fehlermeldung hinterlegt und ja, ich muss das Steuergerät austauschen. Aber ich kann nicht alles an einem Tag machen. Ja. Nee, der ist jetzt sauber, der läuft gut und der Anlasser hält die Klappe. Kein Nachschreien mehr. Nur so als Information. Ja, auch die kann man mal mit einer Motorwäsche pflegen. Und danach schön einölen, fetten, machen, tun. Und dann funktioniert das alles auch viel länger. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Ja, so sieht's aus. Hier und da bekomme ich E-Mails, dass ich ja ewig gestrig und natürlich auch ein Corona-Leugner und natürlich rechtsradikal bin, weil ich nicht dem aktuellen hippen Trend der Elektrofahrzeuge nachlaufe. Das ist natürlich völliger Bullshit. Wie gesagt, bin ich völlig unpolitisch. Ich halte mich an die Corona-Regeln. Ich halte zwar das, was die Bundesregierung da jetzt gerade veranstaltet, im Hinblick darauf, dass ich in Kalifornien gelebt habe, für ziemlichen Bullshit. Kalifornien hat seit einem Jahr kein Problem mehr. Ja, die Überregulierung scheint so ein deutsches Problem zu sein. Ne? Ja, in Kalifornien haben die seit Ewigkeiten Ruhe. Ich habe ja Kontakt zu meinem Onkel und die haben Corona durch. Die werden geimpft in Stadien, in Drogerien. Ich habe keine Ahnung, was hier in Deutschland los ist. Außer dass hier rumgekaspert wird, dass der Arzt kommt. Ich überlege ehrlich gesagt, wenn das hier so weitergeht, ob ich nicht wieder rübergehen soll. Darf ich ja. Kann ich auch. Ja. Also ich bin nicht rechtsradikal. Absolut nicht. Ich bin überhaupt nicht politisch. Ich beobachte gerne. Ja. Jeder hat so seine, ja, seine Vorlieben. Und guten Sachen, die er vorhatte oder vorhat in der Politik, bis die Wahl kommt, beziehungsweise bis nach der Wahl. Am Ende ist es immer der Lobbyismus, der gewinnt. Ja, was habe ich gelesen in den Kommentaren? In Brasilien werden Fahrzeuge besteuert nach ihrem Alter. Je älter sie werden, umso weniger muss man bezahlen. Darüber sollte man mal nachdenken. Ja, erhalten. Nicht vernichten. In Deutschland und Europa muss alles vernichtet werden, was jetzt gerade der Industrie nicht in den Kram passt. Dieser Wagen müsste eigentlich schon längst auf dem Schrott sein. Ne? Hatte ein paar Mängel. Weg damit. Ne? Die Autos aus den 90ern, die da konstruiert wurden, Ende der 80er bis Ende der 90er konstruiert wurden, dann natürlich auch weitergebaut wurden, sind quasi Ewigkeitsautos. Ist so. Ne? Wie viele Fahrzeuge kennt ihr, die 600.000, 700.000 teilweise als Benziner drauf haben? Das machst du mit den heutigen nicht mehr. Das garantiere ich dir. Das garantiere ich euch. Ist ja nicht nur einer. Ja, das garantiere ich euch. Die werden sterben. Und wenn es Übergangswiderstände und defekte Isolationen sind, irgendwie wird das nichts. Ja. Elektroautos sind nichts weiter als Ablasshandel. Der Homo consumensis soll einen neuen Gegenstand bekommen, den er konsumieren kann. Ohne Umweltproblematik, ohne mit grünem Gewissen. Das ist totaler Schwachsinn. Auch die Dinger müssen gebaut werden. Da sterben Menschen. Diese Fahrzeuge hier müssen nicht mit fossilen Brennstoffen fahren. Müssen sie nicht. Diesen Polo gibt es in Brasilien als Alkoholauto. Nur als Beispiel. Dann könnte man als LPG-Fahrzeug durch die Gegend fahren. Okay, das ist ein fossiler Brennstoff. Biogas geht auch.
Wir haben hier ganz in der Nähe eine Biogastankstelle. Beeindruckend, nicht wahr? Methan. Woraus das gewonnen wird, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber jeder tankt so seinen Scheiß, ne? Ja, das ist halt so. Man könnte aus Scheiße Sprit machen. Und die Entwicklung wird einfach gestoppt, damit ihr konsumiert. Und das kann ich nicht ab, das kann ich nicht ausstehen. Das ist eine Politik an der Realität vorbei. Natürlich gibt es einen Klimawandel. Bestreite ich überhaupt nicht. Es gibt einen Klimawandel. Nur werden wir nichts daran ändern. Egal, was wir machen. Wir in Europa werden das nicht ändern. Die Chinesen werden das vielleicht ändern können, aber sie werden sie nicht tun. Die USA, okay, ne? Schwachsinn. Anstatt die Milliarden in ein Programm zu pumpen, wie man mit den Folgen des Klimawandels klarkommt, nein, erstmal konsumieren. Erstmal wollen wir gucken, dass die Industrie in trockene Tücher kommt und dann gucken wir mal weiter, wie es den Bürgern geht. Der Bürger ist offensichtlich immer der Letzte, an den gedacht wird. Habe ich so das Gefühl. Ich beobachte, wie gesagt. Es ist immer, ja. Siehe Corona, ne? Siehe Lockdowns, siehe ne? Mittelstand. Ne? Wo kommen die Hilfen an? Bei der Industrie. Alle anderen warten. Wie gesagt, ich habe ein paar Leute, die haben Friseursalon und Tattoo-Studios und so weiter. Die haben bis heute nicht die Novemberhilfen nicht bekommen. Ob die Lufthansa schon ihr Geld gekriegt hat? Bestimmt. Garantiert. Die Frage ist immer, macht man das mit? Diese Politik. Ne? Am Ende wählt man. So. Und dann möchte man ein Endergebnis sehen. Kommt dieses Endergebnis nicht? Siehe Stuttgart. Der Mann dreht völlig am Zeiger und möchte keine Diesel mehr haben. Es ist mehrfach nachgewiesen, dass die Diesel die Abgasproblematik nicht verursacht haben, sondern der bescheuerte Standort des Messgeräts. Ja, ist so. Lest mal nach. Darüber gibt es eine Studie. So, und ja, warum macht man das mit? Tut mir leid. Wir sind öfter mal im Ruhrgebiet. Da fährt nichts Älteres mehr rum. Da fährt alles nur noch Neuwagen. Natürlich mit Ausnahmen, ne? Warum? Warum lasst ihr euch das gefallen? Das ist die Frage. Die können natürlich eine Verordnung machen. Wir wollen hier keine Diesel mehr mit so und so einer Plakette. Ist okay, super. So, und wenn jetzt 2 Drittel der Bürger zum Straßenverkehrsamt rennen und sagen, pass mal auf, hier, lass mal meinen Euro 3 Diesel zu. Was sollen sie machen? Die müssen den zulassen. Die können zwar sagen, du darfst damit nicht mehr fahren. Ja, dann fahre ich halt nicht mehr in die Innenstadt. Und dann kocht euch eure Innenstadtläden sauer. Der Konsument hat es immer im Griff. Der Konsument kann alles steuern. Okay, das waren mal so ein paar Gedanken zur Nacht sozusagen, weil mich regt schon wieder einiges auf, was ich so im Internet gelesen habe. Und vor allen Dingen E-Mails, in denen ich beschuldigt werde, ich wäre rechtsradikal und Corona-Leugner. Leute, wenn ihr links seid, ne, das ersetzt nicht denken. Das ist genauso wie bei den Rechten. Nicht das Denken aufgeben. Nicht die Ideologie nachplappern. Ideologie ist der Feind der Demokratie. Alles klar. Schöne Nacht.